Manchmal frage ich mich wirklich, warum ich den ganzen Spaß hier mache. 6.35 Uhr, 5 Grad Celsius und ich bin auf dem Weg zu Tam. So, und genau deswegen mache ich das. 17.30 Uhr ungefähr, 17.40 Uhr. 25 Grad Temperaturunterschied mindestens zu Deutschland, denn wir sind in Teneriffa. Auswärtsspiel im Challenge Cup. Morgen geht's los. Wir sind schon einen Tag davor hergeflogen. Jetzt gibt's gleich Videomeeting. Schauen wir uns ein bisschen an, was die Gegner machen. Dann heute Abend ist nochmal Abendstraining. Den Plan für morgen habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht angeschaut, aber der wird auch ungefähr so sein, dass wir halt in der Früh wahrscheinlich nochmal trainieren. Dann nochmal Videomeeting und am Abend um 19 Uhr Spiel gegen Teneriffa. Schauen wir mal, dass wir uns morgen eine gute Ausgangsposition verschaffen und ja, wir sehen uns später wieder. Guten Morgen, schaut euch mal diesen Ausblick hier an. Da unten der angelegte Teichanlage, da geht es hinter aufs Meer. Ist schon eigentlich ganz geil, wenn man hier so aufsteht. Ist zwar relativ laut wegen dem kleinen Wasserfall da unten. Ja, solche Auswärtsspiele könnte man eigentlich öfter haben, muss ich sagen. Es ist jetzt 7:45 Uhr, gehen zum Frühstück. Essen, muss ich sagen, ist ganz geil hier im Hotel. Wenn jetzt frühstücken, dann geht es ab in die Halle, Morgenseinheit und dann haben wir Videomeeting und dann relativ lange Pause. Schauen wir mal, was wir da zwischendrin machen. Aber jetzt erstmal ein bisschen was frühstücken. Ich habe noch relativ viel Hunger eigentlich. Training fertig. Zeit mal euch den Raum zu zeigen. Bett. Einmal das Bad. Ich bin jetzt überhaupt nicht der Fan von Duschvorhängen, aber ja, das beschwert man sich. Habe ich heute früh schon kurz gezeigt. Hier geht es raus auf den Balkon. Hier gibt es Essen immer. Da ist der Eingangsbereich und da geht es runter aufs Meer. Hier auf der anderen Seite über das Gebäude drüber ist der Pool, also die Poolanlage. Videomeeting in 5 Minuten. Dann gibt es Mittagessen und dann haben wir erstmal ein bisschen Freizeit, bis in die Halle geht. Aber jetzt geht's los und ja, ich melde mich dann wieder nach dem Mittagessen. 2 Stunden Pause muss man auch genießen. Oh, ist gut. Ja, super. Super. Es fühlt sich eigentlich kälter an, aber es geht schon. Und rein da. Das Problem ist, man kann ja gar nicht... Au, aua, aua, aua. Man kann hier nicht laufen. Also von der Wassertemperatur geht's. Aber mit GoPro schwimmen ist auch beschissen. Das kann ich wohl schlecht als Tüte durchnehmen. Alle am Fotos machen. Nils ist da unten. Ja, war ganz geil. Im Wasser. Aber jetzt müssen wir wieder ins Hotel zurück. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Deswegen ab ins Hotel. Wir sehen uns wieder in der Halle.
Wir greifen kaum an, weil irgendwas halt nicht passt zwischen Fußspiel und Angriff. Wir tippen nur, versuchen mit dem Block zu spielen. Das funktioniert halt aktuell nicht. Wir sind jetzt 4 Punkte hinten. Aber also man muss schon sagen, diese Trommeln sind richtig laut, machen schon echt viel Stimmung, obwohl hier nicht viel los ist. Aber ja, es bringt die Jungs, glaube ich, ein bisschen aus dem Konzept. Schon um. Jetzt wirst du halt wirklich da rankommen, weil die schwimmen gerade auf einer Welle zusammen mit den Fans. Das ist richtig krass, die machen. Bei denen gelingt gerade alles. So, jetzt gerade Sebo für Boogie gekommen. Schauen wir mal, wie viel das ändert. Auf jeden Fall springt der Stimmung aus Feld.
hast, bei denen hat alles funktioniert. Jede lange Rallye haben die gewonnen mit irgendeinem Kackball, der irgendwo reingefallen ist. Das, bei uns hat halt nichts funktioniert. Also bei uns sind Bälle dumm reingefallen, die am Schluss den Aufsteiger gespielt, aus dem Stand von 1 Meter ballert den Vollgas von Netzkantenhöhe auf die Netzkante, der fällt einfach rein bei uns. Das klappt halt nicht, wenn gerade nicht das perfekte Spiel spielst. Ja, jetzt heißt es mindestens einen Punkt mitzunehmen, am besten natürlich zwei. So wie es ausschaut, Burgi kommt wieder zurück, Janis kommt für Lauso. Ja, dann schauen wir, dass wir das Spiel auch rumdrehen. Der erste Punkt im vierten Satz schon wieder so krass. Janis, ultra krasse Aufschlag. Der gegnerische Zuspieler holt den Ball einfach mit dem Fuß. Dann gegen die Defense, komplett wild. Zuspieler liegt am Boden nach Block. Irgendein anderer Spieler spielt einen Hechtbagger zu, spielt einhändig zurück. Das ist schon so krass. Shaking underneath, trying to take me alive. Also 4-0 Start ist richtig geil, aber halt weil Janis jetzt einfach 4 krasse Ausschläge gemacht hat. 2 Asse, 1 Highball, den sie mit Glück fast noch gemacht hätten, weil der Burgi weggezogen hat, aber Mats hat aufgepasst. Sie werden 4-0 vorne, aber also das ist noch weit offen, sehr, sehr weit offen. Ist ein guter Start, aber jetzt hier weiter so. Das wäre schon extrem wichtig. Das heißt, den Satz hätte also rein rechnerisch auch so gewonnen. Fünfter Satz, natürlich nur bis 15, jetzt zählt jeder Punkt. Holen wir uns die 2 Punkte, das wäre ultra geil. Hier ein Sieg auswärts bei so einem Spiel, bei so einer Kulisse, das wär's. Auf geht's. Seitenwechsel-Fans sind da, wir sind jetzt ein bisschen besser in dem Satz drin. Am Anfang war es wieder so, wir kriegen keinen Ball tot. Die machen halt alles, was sie wollen und machen halt irgendwie den Punkt. Das ist gerade immer noch ein bisschen so, aber wir sind jetzt ein bisschen besser dran. 2 Punkte hinten, aber das geht schon. Das ist eine Serie, eine Aufschlagsserie, dann wird es. Das war gefühlt der erste lange Ballwechsel, den wir gewonnen haben.
Richtig gut. Richtig gut. Richtig, richtig. Genau zum richtigen Zeitpunkt. 8 beide. 11, 10 wieder hinten. Waren jetzt halt zwei Fehler. Ein dummer Fehler vom Jannis. Nach dem Overpass macht er den zweiten Rückraum. Ist okay, dass er macht, aber halt nicht so. Also entweder gehst du halt drauf. Und dann ballert ein Nopsi halt ein bisschen in die Linie. Ich weiß aber aus oder hin. Ich hätte dem Trainer von Teneriffa schon lange eine Karte gegeben, so wie der sich aufhört. Er hat gerade den Ball einfach am Boden geballert. Also das kannst du nicht machen. Das ist eine Karte. Jetzt ausklingen, morgen geht's wieder zurück. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.